Die Energiekonzerne preisen die sogenannten Smart Meter oder intelligenten Stromzähler als stromkostensparende und grüne Alternative zu den herkömmlichen Geräten an. Der Gesetzgeber in Deutschland treibt den Ausbau dieser funkgesteuerten Stromzähler voran. Doch warnen mittlerweile viele Ärzte vor der permanenten elektromagnetischen Belastung durch Smart Meter. Unabhängige Studien belegen, dass diese besonders gesundheitsschädlich sind, denn sie verursachen eine bis tausendfach höhere Strahlenbelastung als Handys. Folgen davon sind nachweislich Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Schlafstörungen, Schwindel, Tinnitus und weitere. Der Bamberger Ärzteappell weist auch auf erhöhte Krebsrisiken, genetische Schäden und Defizite beim Lernen und Erinnern hin. Wie bei der Einführung des Mobilfunks wird die Bevölkerung über die gravierenden Folgen für die Gesundheit auch hier völlig in Unwissenheit gelassen. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird mit Füßen getreten. Smart Meter, digitaler Stromzähler spioniert Haushalte aus. Die Bundesregierung der BRD will ab 2017 Haushalte mit einem Stromverbrauch über 6000 Kilowattstunden pro Jahr zum Einbau von digitalen Stromzählern, sogenannte Smart Meters, verpflichten. Diese Zähler messen in 15 Minuten Abständen, wie viel Strom aktuell im Haushalt verbraucht wird. Angeblich lasse sich damit Energie sparen. Verbraucherschützer lehnen die Pläne aus Datenschutz- und Kostengründen ab. Mit den Zählern lässt sich problemlos berechnen, ob und wie viele Menschen in einer Wohnung sind und wie der jeweilige Tagesablauf dieses Haushaltes aussieht, sogenannte Verbrauchskurven. Solche Informationen sind nicht nur für Hacker und Einbrecher ein gefundenes Fressen. Die persönlichen Daten ergeben zudem für jeden Haushalt ein Profil und somit eine gläserne Privatsphäre. Was den Smart Meter jedoch zu einem völligen Kontrollinstrument macht: Er ist zentral steuerbar. Das bedeutet, dass der Strom von außerhalb zu jeder Zeit einfach abgestellt werden kann. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.